Ja, moin moin. Mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Genau. So, und ihr seht's richtig, wir sind wieder zu Hause. Aus folgendem Grund, wir werden uns doch erstmal vorbereiten. Das heißt, also wir haben uns entschlossen, quasi dort unsere Basis zu bauen. Und hier ist auch Horst. Horst ist wieder at home gekommen. Weil wir haben uns dort ausgelockt quasi und haben uns gefragt, hey, wo ist Horst? Horst ist wieder zu Hause und Horst darf nur noch eine Waffe tragen, und zwar eine Zweikampfwaffe. Tut mir leid, Horst. Damit sollst du effektiver sein. Ja, wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden jetzt eine Schmiede bauen. Also wir wollen dort jetzt quasi, und zwar nämlich, das war hier irgendwo am Rand, wo ihr... Genau, wo ihr ihr meintet ja, da wäre ein See, und ich habe ihn vergessen, und wir haben uns das gerade nochmal angeguckt und gesehen, oh, da ist ein schöner See. Da wollen wir hin, quasi. Aber das Doofe ist, bei Null quasi hinten anzufangen, fanden wir dann ein bisschen doof. Das heißt, wir bereiten uns hier bei unserer alten Basis, bauen wir erstmal wieder eine Schmiede etc., packen die in unser Packpfand. Colonel hat es jetzt unser Packpfand. Und ja, wenn wir da ein, zwei Sachen, die wichtigsten Utensilien haben, wandern wir rüber und fangen an, ich weiß nicht, wo der See war, ich glaube hier, unsere neue Basis zu bauen. Genau. Darum wird es jetzt erstmal eine Vorbereitungsfolge. Nennen wir es einfach mal so. Natürlich in Offscreen werden wir auch nochmal ein bisschen sammeln. Aber ja, wir wollten jetzt mal unbedingt hier eine Folge rausbringen. Und dann müssen wir mal halt mal ein bisschen wieder sammeln. Das ist ja auch eigentlich was, was ja, dazugehört zu dem Spiel. Ihr Honk. Ich nehme mich mal mit. Komm mal her. Ja, unsere Hyänen sind fertig. Haben wir überhaupt noch Tiere in der Pipeline? Die habe ich gerade geholt. Okay. Ja, ich nehme mal Honk mit. Da muss er auch mal, ne? Ich werde jetzt eine Schmiede bauen. Das heißt, ich hole erstmal wieder 500 Steine. Brauchen wir da, glaube ich. Offen Steine auf jeden Fall. So. Liebe Streifenhyäne, du bist Rambo 2. Rambo 2? Oder Rambo der Zweite. Ja gut, gab ja mehrere Filme, aber... Nenn ihn doch Schwarzenegger. Nein, Rambo der Zweite. Dann brauchen wir Shenzi, die Zwei. Das willst du jetzt so lange machen, bis... wir bei Rambo 99 sind oder so? Okay. So, dann haben wir ja auch noch, Banzai. Der zweite, Entschuldigung, das habe ich gerade abgerückt. Vergiss den Vogel oder so nicht. Aber ich glaube, wir haben keinen Vogel mehr. Nee. Und dann haben wir noch Ed. Ach so, scheiße, ich habe die Felle gar nicht weggepackt. Halt mal kurz. Ach, ich habe gar nichts rausgepackt. Halt mal kurz. Ist auch ein gutes Spiel aus dem Känguru. Halt mal kurz. So, und Ed darf jetzt mit mir... sammeln gehen. Ja, merkt euch die Gegend. Wir werden sie danach erstmal, glaube ich, nicht mehr so häufig sehen. Ja, weil wir haben schon überlegt, was bräuchten wir eigentlich alles in der Basis. Wir, also, oder in der Mädchen-Zwischenbasis. Wir brauchen so oder so auf jeden Fall ein Sklavenrad. Das heißt, wir brauchen auch entsprechend die Schmieden etc. Also ja, wenn wir bauen so wollen, brauchen wir sowieso die Schmieden immer. Und da ist ja Eisen, das ist natürlich super, wenn es da direkt ist. Und wir brauchen, glaube ich, auch gleich zwei Schmieden für Eisen und Stein, damit wir... Also wir werden anfangs wieder mit den einfachen Steinen arbeiten, Sandstein. Aber zum Ausbessern der Mauer quasi gleich dann auf Ziegel gehen. Aber das dauert ja, also ich werde jetzt tatsächlich schon dahingehend sammeln, dass ich schon mal Eisen herstelle und gerichtetes Holz und Ziegel etc. Weil das nimmt einfach viel Zeit in Anspruch. Ja, das gerichtete Holz brauchen wir aber auch wieder so einen Typ als Zimmermann, ne? Ja, deswegen wollte ich das hier schon mal in Auftrag geben. Achso, okay. Ey, ich glaube, wir müssen dann sowieso im Offscreen nochmal ein, zwei Mal hierher rennen. Ja. Also wir werden jetzt auch mal den Server durchlaufen lassen. Wir haben ja gecheckt, weil ihr habt ja mal gesagt,
Vielleicht ist das ja mit diesem Purge. Wir sollen mal gucken, wie das aussieht, wenn wir den Server laufen lassen, ob der zurückgesetzt wird. Wir hatten jetzt tatsächlich einen Tag den Server laufen, ohne dass wir drauf waren. Und ja, Säuberungsanzeige wieder komplett leer. Ist bei null, warum auch immer. Vielleicht ist es auch irgendwie eine Einstellung von unserem Server, was wir nicht ändern können. So ein scheiß Bezahlserver. Ja. Naja, vielleicht gewinne ich im Lotto, dann kaufen wir uns einen eigenen. Und fangen nochmal von vorne an. Naja, das tun wir ja quasi jetzt auch so ein bisschen. Bloß, ja, aber jetzt müssen wir nicht mehr hochleveln. Ja, das stimmt. Und wir haben jetzt schon einige Sachen. Naja gut, so ganz bei null fangen wir nicht an, aber... Ja, ich habe jetzt übrigens auch endlich die Heilpfeile gelernt. Ja, du bist ja auch unsere Bogenspezialistin. Super, dass du das kannst. Die wurden ja schon häufig genug angesprochen. Und dann habe ich vorhin mal geguckt und mir so auf Köln, ups, du bist ja schon Level 41 und du brauchst dafür ja nur Level 38. Ja, und ich brauche nur noch, glaube ich, einmal 4 Punkte, damit ich bei Überleben endlich auf Stufe 2 bin, dass ich halt... Siehst du, ja. Harte Arbeit, du erntest Ressourcen doppelt so schnell, das ist natürlich fantastisch. Boah, habe ich schon. Streber. Ich habe das anscheinend schon länger nicht mehr verteilt gehabt. Da konnte ich das gerade in einem einmal. So, Ed, wo bist du? Ed? So. Erstmal meine Holzsammelrunde. Wer will denn Stress hier? Nee, Stress will jemand bei dir? Das geht ja gar nicht. Ich hab Stressmusik. Ah ja, hier da der eine Fuzzi, der hier immer... Tessa, die Klinge! Da ist noch ein Steinchen. Und worauf ich ja jetzt auch sehr, sehr scharf bin, das ist diese Pickaxe. Die klingt sehr cool. Was war damit nochmal? So eine Kombination. Das ist eine Pike und eine Axt in einem. Achso, dann brauchst du nicht mehr mit zwei Werkzeugen rumlaufen, dann hast du halt eins. Okay, das klingt gut. Nimmt halt weniger Platz weg und ja. Ja. Sollte erstmal reichen. Ach, wohl machen wir die Pike noch mal bis kaputt. Wenn ich schon repariere, soll sich das lohnen. Eben. Hatten wir noch genug Eisenverstärkung? Weißt du das? Muss mal gucken. Also wir haben halt schon einiges, weil wir eigentlich auf ein zweites Sklavenrad gespart hatten. Ja, eins will ich auch unbedingt schon fertig haben, wenn wir da aufbauen oder hingehen. Weil damit wir gleich dann ein paar Leute fangen und am besten gleich mit dem Zuchtmeister anfangen. Mhm.
Wo ich nicht weiß, ob wir das schaffen, weil der Zuchtmeister hatte zwei Freunde, die vor ihm knien, und links und rechts waren ja noch Wachen, die beim Pech im schlimmsten Fall auch noch anlocken. Man könnte ja versuchen, ich habe gesehen, man kann auch stumpfe Pfeile lernen, dass man vielleicht von weiter weg die anschießt, dass da nicht so ganz so viele auf einen zukommen. Okay, das da sind von Stumpfpfeilen, oder? Ich könnte es mir vorstellen, dass stumpfe Pfeile betäuben. Dass die eher, ja genau, ausnocken. Oder ich glaube auch, ja, und wir wollen ihn betäuben. Ne? Also dass man den mit einem stumpfen Pfeil, oder ich muss mal gucken, kann auch sein, dass man Betäubungspfeile lernen muss. Ich schaue mir die Pfeile gleich nochmal an. Ich habe noch ein paar Punkte, die ich verteilen kann. Vielleicht gibt es auch ein Betäubungsgift oder so. Ich muss mal schauen, was es da so gibt. Irgendwas gab es da nämlich, glaube ich. Ich habe einen Elfenbeinpfeil, sehe ich gerade. Warum habe ich den noch hier in meinem Inventar? Dreckige Pfeile. Pfeile schießen nur Feiglinge. Was? Ich bin ein Nahkämpfer, also, ich halte nichts vom Bogenkämpfen. Giftpfeil. Abgründige Pfeile. Mhm. Elfenbeinpfeil, Leuchtpfeil, kann ich. Stahlpfeile, stumpfer Pfeil. Ja, also ich kann ihn halt lernen, ne? Ich lerne den neuen. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass er irgendwie betäubt oder so. Ich kann auch übrigens jetzt einen hyrkanischen Bogen, also den besseren Bogen, kann ich jetzt auch machen. Ja, bessere Waffen wären auch gar nicht verkehrt, glaube ich. Weil da haben wir es irgendwie mit besseren Gegnern zu tun. Da müssen wir wieder aufpassen, da können wir nicht einfach so wild einfach reinlaufen. Oh, wir sind überlastet. Die Zeiten sind jetzt vorbei. Erstmal wieder, ja. So. Halt mal kurz. Honk, du trägst ganz schön gut. Machst das gut. Guter Honk. Aua. Ja, da haben wir für nächste Zeit erstmal wieder ganz schön große Bauprojekte. Ja. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt auch eine Bettstadt bei unserer... Ja, das mache ich nochmal, wenn wir das nächste Mal da sind. Die haben wir beide am Ende der letzten Folge noch aufgestellt gehabt. Ah ja, stimmt, stimmt. Aber nicht da, wo wir jetzt bauen wollen, sondern... Die alte Stelle, die wir da ausgesucht haben. Ja, aber dann haben wir einen schönen Ausblick auf den See und halt auf die Stadt. Gehören wir quasi mit zur Stadt. Siedeln einfach in der Nachbarschaft. Wir sind dann die Vorstadt. Genau. Wir sind dann die komische... Wir bauen eine neue Siedlung. Den Welfenhof. Ja. Oder Borg Dankwart Rode. Das ist gut. Ja, aber wir bauen das nicht so wie Dankwart Rode. Ich weiß auch gar nicht, wie historisch korrekt die Borg ist, die ich. Also. Ist ja nur ein Teil, was man da sieht. Oder was noch da ist heutzutage. In Braunschweig. Ecke Rathaus. Ist auch kurz zu sehen in dem Film Hänsel und Gretel Hexenjäger. Genau, da war ganz kurz Braunschweig zu sehen, das stimmt. Man erkennt den Bock, wenn man ihn kennt. Ja, sonst nicht. Es ist wirklich eine Sekunde oder so, wo man das sieht. Ah ne, es ist aber ein Honk. Ich hau auf meinen Honk zu. Es sieht einfach gleich aus. Du bist böse. Ja, warum hat auch Honk mit? Ja, Honk, weil ich wollte auch mal, dass die anderen Tiere Auslauf kriegen.
Ich kann ja nicht immer dieselben Tiere nehmen. Alle haben ein Recht, mal rauszukommen. Bring dir mal ein paar Eier mit. Ich kann die nicht hier liegen lassen. Hole Mama ja, und Papa. Kannst du ins Dings packen. Da. Ins Eierdings. In den Herd. Ja. Da ist es auch schön warm für die Eier. So, hier die Eisensteine, die herumliegen, die baue ich auch gleich mit ab. Ja, wenn da was rumliegt an Eisen, na klar, kann man, das wird ja nicht schlecht. Das kann man ja immer gebrauchen. Das ist auch das Schlimme bei dem Spiel. Man kann alles eigentlich irgendwann mal wieder gebrauchen. Die Äste kann ich immer gebrauchen. Kann man Spitzen draus machen, kann man Köpfe draufpacken. Oder Palisaden. Pfeile. Ja, kann man immer gebrauchen. Wird nie schlecht. Ich arbeite mich mit den Ressourcenhacken quasi wieder nach Hause. Ja, ich auch. Ich habe mich so mit dem Holz habe ich mich vom Zuhause wegbewegt und mit dem Stein hacke ich mich jetzt. Ich habe es jetzt andersrum gemacht. So, dann kommen wir gleich mit, Honk. Wir gehen zum Packpfand. Nee, es ist ein Nashorn. Es ist ein Pack-Nashorn. Ein Packhorn. Ein Packhorn, genau. Gib mal hier 1000 Stein. Ich bin überlastet, das weiß ich. Ach, 540 hat eine Spiel gekostet. Dann gib mal die anderen auch nochmal her. Ich baue keine Schmieden, ich baue Schmelzöfen. Ja, ich habe schon. Ich wusste, was ja, du meinst. Ja, das ist gut, dass ich das Falsche sage, aber wir trotzdem uns gut verstehen. So, eine Werkbank für einen Zimmerermann haue ich auch gleich raus. Zack! Her damit. Da freut sich gleich der Packesel, Packpfand. Schmiede werde ich dann auch in Auftrag geben. Brauchen wir auch. Jupp. Ein paar Sklaven habe ich auch schon dabei, einen Rüstungsmacher und einen Tenner Stufe 2, da stehen wir nicht so ganz nackt da. Oh, der hat ja fast schon so ein Joker-Smiley, weil er so ein bisschen Blut am Mundwinkel hat. Aber nur auf der linken Seite. Doch auf dem rechten so ein bisschen. Jetzt darf bloß das Tier unterwegs nicht sterben. Besser wär's, wenn es das nicht tut. Horrorvorstellung. Ja, die Steine hinterm Haus sind jetzt abgearbeitet. Ah. Ah, der Zimmermann steht in der Wand. Alles gut? Ja, steht da schon länger. Ach echt? Der Max in der Wand, ja. Mhm. Der findet die Wand bequem. Ne? Mhm. So, dann gucke ich mal, was brauche ich denn für eine Schmiede? Werkbank hast du schon, ne? Werkbank habe ich, und zwar Schmelzöfen. Jetzt will ich nochmal gucken, was ich für das Rad der Schmerzen brauche. Ah, Eisenbarren und Ziegel brauche ich. Okay. Wollte nur ein bisschen Krimskram loswerden. Ed? Ed, kommst du mal? Ich brauche Stahlbarren.
Leder brauchen wir auch noch. Achso, ich wollte mal meine Talente. Oh, gucken wir uns mal die Pfeile an. Gehen wir jetzt mal auf Waffen. So, Stahl. Rasiermesser. Okay. Scharmützler. Speer. Wurfaxt. Stahlspeer. Ja, das gute Holz fehlt. Das gute Holz. So, ein Stahldoppelschwert könnte ich dir machen. Oder auch eine eiserne Zweihand-Großaxt. Aber du bist ja so ein Doppelschwert-Fan, ne? Zweihandwaffen. Ja, das ist eine Zweihandwaffe. Ich will nur Zweihandwaffen. Und ich finde, die haben schon hier, die machen schon Unterschiede, ne? Also diese Pike, sage ich mal, für Krokos, das Doppelschwert gut für Menschen und alles so Toten mögen gern den Kriegshammer. So, das Falkata fand ich eigentlich ganz geil. Ja, ich weiß nicht, also ich habe, für mich ist vom Empfinden her, sind die Zweihandwaffen für meinen Geschmack zu langsam. Ja, dafür machen sie aber Schaden, also. Ich weiß, ich habe jetzt einen Falkata für mich gelernt. Es ist auf jeden Fall gut, wenn wir da vielleicht unterschiedlich agieren, das ist doch nicht verkehrt. Das ist doch alles gut. Oh, ich kann eine Demontagebank lernen. Ja, ist auch nicht verkehrt. Hast du noch was, Tonk? Oh, und Bierbrauen. Brauchte ich 60, oder? Könnte jetzt passen. Gut, Rad der Schmerzen wird soeben gebaut. Cool. Dann haben wir aber kaum Eisenverstärkung. Wie viel brauchst du noch für was? Du wolltest noch was bauen, wo du auch Eisenverstärkung brauchst. Ja, für die ganzen Ziegelsachen brauche ich Eisenverstärkung. Ich glaube, 80 waren noch in der Schmiede oder so, aber mehr leider nicht. 30. Dann habe ich noch 30 Ziegel, die packe ich hier auch mal rein und dann noch ein. Aber ich habe jetzt noch 500 Eisenbarren. Ja. Würde ich jetzt mal in Eisenverstärkung. Jo. Ach, hier ist sogar noch Stein drin. Warum ist da ein Kolben drin? Warum sind im Zimmermann Klamotten? Frag mich nicht, ich hab die nicht abgelegt da, die Klamotten.
komisch. Du legst da nie was ab und immer kommt da was komisches. Ja, du legst die da immer hin. Ich hab meine Klamotten immer hier bei dem Zimmer. Nee, Zimmer meine ich, bei dem anderen Typen. Bei den Klamottenmacher. Wie heißt du? Rüstungsmacher. Entweder packe ich es bei ihm rein oder hier in die vielen Kisten. So, ich mache jetzt übrigens 200 geformtes Holz. Kann ich eine Kiste noch nehmen? Die ist ja leer. Oh ja. Zurück ins Inventar. Siehst du, eine Truhe habe ich auch schon mal vorbereitet. Sehr schön. Kann ich die auch komplett mit Trophäen so mitnehmen? Oh, das geht auch? Oder verschwindet das? Ich traue mich, das jetzt gar nicht zu nehmen. Haben wir eine irgendeine Truhe, die fast leer ist? Oder irgendwas, was nicht so wichtig ist? Warum haben wir hier Käfer, Insekten aufgehoben? Aus denen kann man was kochen. Ah. Okay. Machen wir es andersrum. Die Kiste ist ja fast leer. Guck mal, diese Dafari-Brustteile braucht keine Sau. Käfer heben wir mal auf. Das auch. Das auch. Was ist das? Beste das Schwarze. Ja, komm, heben wir auch mal auf. Und eine Säule kann man immer gebrauchen. Ah, nee, warte mal. Die Säule lassen wir drin. Dann nehmen wir die Holzkiste quasi mal ins Inventar. Dann lege ich die mal dahin und ich baue die Holzkiste dahin. Und ist dann noch die... Ah, Säule ist in meinem Inventar. Hä? Ja, der packt alles, was in der Kiste war. Oder habe ich jetzt die kaputt gemacht? Nee. Trotzdem, alles, was in der Kiste war, packt er in deinen Inventar. Meins? Nein, in dein eigenes quasi, wenn du eine Kiste aufnimmst. Ach so. Na, jetzt haben wir eine Holzkiste und erstmal eine Eisenkiste. So. Wie kommt ein Streitkolben in Mahlstein? Ein Streitkolben? Ja, da waren zwei Stück drin. Keine Ahnung, Streitkolben? Wo, ja. Ja, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen, du. So. Ich muss mich gerade irgendwie immer gedanklich sortieren. Mach das. Sortier's doch mal komisch. Achso, deine Vanillefellkappe hast du doch abgelegt. War doch nicht so der Hit, ja? Der Helm bringt einfach mehr. So, was brauchen wir denn noch so? Ja, was haben wir denn hier alles stehen? Also, wenn wir schon einen Rüstungsmacher haben, dann brauchen wir drüben auch einen Rüstungsmacher. Also eigentlich brauchen wir doch alles neu, oder? Ja. So, kann ich die Sachen vielleicht aufheben? Nee, nur wir können es zurück ins Inventar packen. Ja, aber dann haben wir es hier hin. Ja, brauchen wir es denn hier noch? Was ist? Na, okay, komm, was kostet die Welt? Wir bauen uns neu. Okay. Also, wir haben bis jetzt den Zimmermann, Rad der Schmerzen, Schmied zwei Schmelzöfen. Das heißt, wir brauchen auch noch die normale Werkbank. Ja, die wollte ich gerade mal gucken, was wir da... Was und ich kostet. Die Demontagebank kostet natürlich ein bisschen mehr. Ja, Rüstungsmacher könnten wir noch machen. Normale Werkbank. Ja, die normale Werkbank sind 40 Holz. Ja, die kannst du da hinterher schmeißen. Hier. Die mache ich mal schnell. Ja, ich mach die andere Werkbank, das kostet nichts.
Rüstungsmacher? Na gut, da hast du halt noch Stein und Zwirn dabei. Ja, habe ich gerade. Baue ich. Schmiede dürfte noch ein bisschen teurer werden, weil brauchen wir ja auch. Ich habe schon. Ach so. Werkbank eines Schmieds habe ich schon. Ach so. Gerber dürfte aber auch kein Problem sein. Ja. Also wichtig würde ich sagen tatsächlich erstmal diese Werkbänke, dass wir da alles dann machen können sozusagen. Und ich bin gerade überlegen, ob ich nochmal Eisen holen gehe. Weil da ist jetzt auch nicht mehr viel hier drin. Wir sind ja eh in einer Sammelfolge, ne? Ja, Vorbereitungsfolge würde ich das nennen. Oder? Ja, sammeln und vorbereiten. Ja. Ich mir noch ein bisschen Fellen. Leder. So, dann habe ich was zum Reparieren dabei. Ich habe meine Packhyäne. Und dann gehe ich nochmal Eisen sammeln. Mach das. Weil mein Stein- und Holzfeld ist sowieso jetzt gerade abgeerntet. Katze. Du kleines Kuschelvieh. Will die ihre Krallen an dem guten Stuhl schärfen? Ja. Genau, und dann können wir hoffentlich in der nächsten Folge so den Umzug machen. Naja, ich glaube, wir können ruhig mal offscreen da schon rüberlaufen. Ja, ich meine aber dann, dass wir offscreen da hinlaufen und dann das Aufbauen, das würde ich schon zeigen. Das Aufbauen, ja. Das Aufbauen. Fundamente setzen, Ziegelfundamente. Genau. Ich glaube, ja, dann können wir auch eigentlich einen Cut machen. Ja? Ja. Okay, du hast die zwei Monitore und siehst, wie lang so die Folgen gehen. Ja, dann ist es halt mal eine halbe Stunde. Ja, ist okay. Ist ja auch eine ruhige Folge. Ja. Nach der Fliegerrunde letztes Mal. Nach der Aufregung. Wir wollen ja nicht, dass ihr alle immer einen Herzinfarkt, was wollte ich sagen? Herzinfarkt bekommt, das wollen wir natürlich nicht. Genau. Das ist ja nicht gut für die Gesundheit. Also. Dann mal eine Entspannungsfolge. Genau. Und es ist auch nicht so gut für den Rücken, wenn ihr euch immer auf den Boden kugeln müsst, weil Mathilde durch die Gegend fliegt und sowohl Heinrich als auch Mathilde mal wieder vergessen, ihre Bettstatt aufzubauen, damit sie nicht so weit laufen müssen. Ja. Ja, warte mal. Okay. Das will ich noch mal kurz raussuchen. Ich fand das... Was denn? Ja. Ah. Is it a bird? Is it a plane? Oder? Ja, genau. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, das ist Mathilde. Da musste ich echt lachen. Bei der Arbeit. Das... Ja, und du setzt dich einfach hin. Ja, ich hab mich doch nur ausgeruht. Laut der Gewerkschaft muss ich eine halbe Stunde Pause am Tag machen. Das gilt genau wie im wahren Leben, wie bei Conan Exiles. Ach, Exilanten sind gewerkschaftlich organisiert? Ja, klar. Und wie heißt die Gewerkschaft? Ja, anscheinend bist du ja Mitglied. Du scheinst ja sehr gut über die Bescheid zu wissen. Wie heißt denn deine tolle Gewerkschaft? Gute Frage. Hier sind ja keine Steine, ich bin arbeitslos. Ich würde noch ein bisschen Steine schlagen. Weil ich habe noch so viel Holz und ich mache jetzt schon mal Fundamente vor.
Hattest du Holz und Steine in den Elefanten getan? Ich habe fast das komplette Holz, das ich habe, in die Werkbank gepackt, damit das zu gerichtetem Holz umgewandelt wird. Okay, dann habe ich das gut gemacht. Naja. Ach ja, wir wollten die Folge beenden. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ansonsten, ja, sehen wir uns dann beim Aufbau der neuen Basis. Also, haut rein. Ciao. Tschüss.